So, weiter geht's mit Generation Zero natürlich. Andi. Oh. Hier hat schon hier jemand umgelegt, der angefetzt kam. Ups, der kam angefetzt, einfach so zwischendrin, obwohl nur ein paar Sekunden dazwischen waren. Das ist der Rucksack, okay. Wo bist du? Ja. Toter. Blaue Türen. Rucksack, mehr nicht. Oh, 11 Medkits, glaube ich, waren das. Oh, noch ein Rucksack. Cosmetics. Wupsch, wupsch, wubbeli, wupsch. Ich kriege immer nur Leinen. Da hast du ja schon zu viel Medkits. Hm. Adrenalinspritze war hier in dem Koffer am Boden neben dem PC. Da ist das Mikro, das kannst du mal bedienen. Da ist die Quant U100 wie Ledningscentralen München. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet. Ja, als nächstes erreiche ich den Funkmast, aber erst klären wir die Basis, denke ich mal, ne? Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Bist du da immer noch? Ja. Och nu kom det här angreppet och de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan... Warum ist denn da ein Zeichen mit einer Hand? Wenn du dich ein bisschen weiter drehst, siehst du, das ist irgendwo draußen in der Welt. Okay. Oder im Raum dahinter, wie auch immer. Aber du stehst nicht davor. Hier, graue Tür. Das passiert, wenn man AFK ist. Herr-Roboter. Kiste? Hier ist das mit der Hand. Achtung, hinter der Tür ist was? Jetzt nicht mehr. Wo ist die Kiste? Hier ist eine Kiste. Hier, hab ich. Mumpeln. Jetzt kann man die blaue Tür öffnen. Ja, lass mich erstmal die Fuzzis hier löschen. Ich hab die, nee, war ja nur Klo, aber da war eine Spinne hinter, aber die habe ich durch den Türspalt geschossen. Halten zum Lesen. Hm. Hier war das Handzeichen wahrscheinlich. Was willst du? Rucksack auf dem Essenstisch. Küche finde ich nichts. So am Tief Andi. Schön, dass das wieder da ist. Das Mikro war ja einfach nur noch bäh. Obwohl viel hochwertiger. So viel dazu. Sicher, aber der Klang total öde ist. Leiche. Irgendwo ist wieder eine Spinne. Die wird uns schon noch begegnen. Hier ist noch eine Leiche auf dem Bett. Die ist, glaube ich, hinter der Wand, wie es sich anhört. Olli? Ja, ja, ich guck jetzt. Da ist Leiche und da ist ein Rucksack. Hast du auf der anderen Seite alles? Nee. Die Leiche am Eingang und die Kiste neben der Leiche. Ja, da geht's dann wieder was weiß ich wohin. Da kommt gleich noch was an, glaube ich. Rucksack in der Ecke. Ja, da ist die Tür. Da ist die Blue. Leiche rechts. Unikiste. Noch ein Raum dahinter. Hat aber wohl nichts. Nix. Hier ist meine Kiste. Ach, Gasraum. Alles klar, müssen wir erstmal die Gasmaske anziehen. Ich sehe aber den Fuzzi hinter der Tür. Zurück, die Gasmaske. 20% weniger Gasmaskenschaden. Was? Da ist noch was drin. Profil, Kopf, Strickmütze, Militärhelm, Kappe. War es nicht Kopf? War das Brille- und Gesichtsschutz, ne? Gasmaske schwarz, genau. 20% Gaswiderstand.
Den ist es? Ja, gut. Hilft trotzdem nicht viel, weil man kriegt trotzdem Schaden. Hört sich nach einer Drohne an. Das Gebrumme. Hier links in der Ecke ist ein Gascontainer. Und eine Panzerfaust. Nimm mit, die Panzerfaust. Hier hinten ist noch eine Leiche. Drohne. Die Hitbox. Suche den Feldzugsplan, Bunker, habe ich alles, okay. Leiche. Muss mir jetzt Medikit reindrücken. Habe ich jetzt genug von den Dingern eingesteckt? Von den Gasbehältern? Ich glaube, dass man die noch zur Analyse oder sowas benötigt. Hast du auch ein Dings gekriegt, ein Raketenwerfer? Ja, raus hier. Gut, gut, gut. Schließe die Tür. Damit das Gas da drin bleibt. Gott. Profil, Gesichtsschutz. Genau, so sehe ich aus. Okay. Na. Kommandobunkernetzwerk hat sich jetzt automatisch aktiviert. Hast du das auch an? Kommandobunkernetzwerk? Hm. Steht das da? Ich hab immer noch Soldholm. Okay, dann warte mal, dann muss ich das mal. Logs. Verteidigungsstellung am Standort Saltholm-Stungen. Erreiche Funkmast westlich. Hä? Kannst du mal bitte ins Missionslog gehen und mir sagen, wie die heißt? Over and out. Danke. Fängt der Kack schon wieder an, ist ja ätzend. Die anderen sind dann durch. Erreiche im Funkmast westlich von Gastrot auf Nora Saltholm. Richtig? Unerträgliche Leichtigkeit steht bei mir als Überschrift. Moment. Also doch nicht over and out. Du hast eben gesagt doch. Over and out. Over and out. Wenn du jetzt draußen bist, was steht da? Over and out. Erreiche das Funkmast westlich von Gastrot nach Nora Saltholm. Ja. Ja. Sondern? Unerträgliche Leichtigkeit. Ja, dann ist das, geh mal bitte ins Log. Ins Log. Und nicht das, was oben steht, sondern das, was markiert ist. Mit dem Kästchen und dem Punkt da drin. Welches hast du da aktiv? Gar keins. Aha, dann bitte mal Over und Out anwählen. Mit R. Der Funkmast Marinestützpunkt Saltholm wurde zerstört. Over und Out. Ja. Erreiche den Funkmast, was ich von Grand Top. Danke. Auf Nora. Danke sehr. Haben wir das. Warum sind wir die Treppe da hinten eigentlich nicht hochgegangen? Weil wir nochmal geguckt haben. Wo war die Treppe denn davor? Ja. Ja, lauf. Ja, nein. Ja, so viel dazu. Ich renne mit dem Kopf durch die Wand. Da war Gas. Ach, die Treppe meinst du? Da ist noch Licht an. Okay, clear. Hier ist eine rote Tür und da hinten ist eine Treppe. Gut, ja. Treppe. Ich mach mal kurz die Tür auf. Vielleicht ist da. Nee, das ist ein direkter Ausgang. Da wären wir draußen. Komme ich zur Treppe. Okay. Dann ziehe ich mal erstmal einen neuen Marker ran, ne? Unerträgliche Leichtigkeit ist eine Nebenmission. Wegpunkt entfernen. So, was ist jetzt? Was heißt das? Was müssen wir nochmal machen? Kannst du das mal bitte eben vorlesen?
Over and out. Ah, habe ich gefunden. Okay, reicht schon. Markiert mit der 1. Da lang. Ah, Waffenfortschritt 100% erledigt. Das fluppt aber heute. Warte mal. Au. Was hat wir hier dann? Viel Feuer da unten. Das ist nicht Gutes. Und von rechts oben kommt die Quake. Boah, 600 Munition für die Kapisk. Ich hab das in Schuhe. Uah, jetzt laufe ich mir wo runkelt. Du hast noch deine Funzel an, oder? Nee. Irgendwas leuchtet immer. Ich höre mal was von rechts. Hestwig. Du skippst schon wieder. Doch, zwischendurch. Oder läufst mit dem Kopf einfach so durch die Wand. Versuch direkt hier in die Scheune reinzukommen. Jede Menge Läufer. So, Scheune ist offen. Bin da. Erstmal zumachen. Erstmal flutzen. Und hier können wir die Kiste leer machen. Ah, ist ein Dings da, Punkt. Okay. Wunderbar. Gibt es keine obere Etage? Na, dann gibt es ja auch nichts zu looten. Doch, hier eine, neben der Tür ist eine Kiste mit Zwirren. Aber ist gut, jetzt können wir die Sachen hier ablegen. Mäuser, weiß ich nicht. Ich hab mich gekümmert. Vielleicht, bestimmt brauchen wir gleich den Raketenwerfer, glaubst du? Explosionsbehälter. Giftgasbehälter. Okay, jetzt mein Gewicht wieder auf 38 von 64. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich hab bloß mal die Kapisklos leer gemacht und tausch die aus gegeneinander. Ready? Nein. Versuchen schon reinzukommen. Bereit? Können wir? Nichts weiter gefunden, außer die kleine Kiste? Nee, nichts. Oh, die stehen schon alle vor der Tür. Den du da schießt, der ist schon kaputt. Achso, nee, da war noch einer. Gerade gesehen, ja, war noch einer. Da sind zwei große, Achtung, wieder rein. Zwei richtig große. Kommen. Das ist sehr schön. Ja, der erste kommt. Geh mal die andere Tür aufmachen. Da hinten ist doch ist da eine Tür. Okay. Vernichtungsmission Stufe 1 abgeschlossen. Du auch? Mir wurde nicht gesagt. Tauchte gerade unten rechts auf. Unten in der Mitte vom Bild, also.
Sollte man gesehen haben. Sehr schön, jetzt haben wir schon wieder ein Loot-Dorf. Yay! Kann man nicht irgendwo eine Kiste hinstellen? Da ist alles drin. Doch, wer schießt denn da? Ich nicht. Von hinten? Da! Genau. Du Schlumpf, du. Warte, den Container clearen. Oh ja, Kisten. In einem Haus. Ja, verbuggt. Yay, ich liebe das. Warum macht man sowas? Warum? Jetzt kann ich zum nächsten Stützpunkt reisen. Warte mal, vielleicht kann ich dich rausholen. Wie denn? Wenn du mich rausschieben willst, würdest du dich selber hier drin verklemmen. Wo bist du? Passiert aber auch ständig. Warum machen die sowas? Du kannst mich nicht anschließen, ist kein... Ach, das ist echt... Wo sind wir denn jetzt? Ich bin gerade meine Position nicht mal. Hä? Wir sind... Kann ich dann... Wegpunkt setzen? Zwei. Okay. Zwei. Und das ist festlich. Der ist nicht mal freigeschaltet, also. Im Bunker ist doch ein Ding jetzt gewesen, oder? Also, wenn, du da nicht? Wenn wir hier unten sind, dann sind wir. Entferne mal bitte den Wegpunkt wieder. Hestwig, Schnellreise. Also, wenn wir wirklich hier unten sein sollen. Dann kann ich jetzt nach Hestwig reisen. Ja, das ist der die Strohbunker, wo wir gerade drin waren. Na, das ist ja schon mal etwas. Da bist du doch schon. Ja, hier, die Hütte ist ein Schnellreisepunkt. Hier ist noch ein Robby, den halt eben erbitten halt. Mhm. Ich will nur eben diese verbackte Karre hier. Da ist nämlich noch eine Kiste, hast du die denn gefunden auf der Seite, wo du reinkamst? Du unter den Pappkartons. Nein. Hier. Dem Rudel voraus. Hier ist noch einer. Ja. Unter dem Pappkarton in dem rechten Regal. Hier. Da drin. Genau zwischen den Pappkartons. Wie ist es? Ja. Jetzt, dann gehe ich ins Haus. Oh, ich wollte ins Haus rennen. Hier, Funky. Und nur eine Hane. Am Sommer. Ich kann das nicht mehr anklicken. Ihr Rucksack bei den Schlafsäcken. War ich schon. Medkits auf der Anrichte. Hab ich schon. Hier oben ist er auch. Oh ja, Koffer. Kiste. Rucksack. Genau, nieder mit den Fernsehern. Hm. Kann man hier rauskraxen? Ja. Tatsache. Habe ich aufgemacht, die Tür. Dazu. Okay, erinnert dann mal in den brennenden. In die brennenden Scheune. Ist verschlossen. Ach, die waren wir aber schon mal, die kenne ich auch noch. Aus der ersten Runde. Hier ist eine Kiste, Munibox. M wohnt bei Ö. Die Türen kann man leider nicht mehr zumachen. Kiste? In der brennenden Scheune? Ja, geh mal nach oben. Hast du da hinten die Kiste auf der anderen Seite? Noch nicht. Ich hab gesagt, die geht erstmal nach oben, aber hier ist du warst zu der Zeit schon zeitlang hier drin.
wollte mich veräppeln. Wollte auf der Straße von da, wo wir kamen. Erledigt. Wo bist du? Wieder zurück. Ja. Na, aufpassen, wenn die auf die Gascontainer schießen, fliegen wir voll kratz in die Luft, ey. Oh, hier brennt auch so ein Gaskasten. Ja, spiel weg. Ja, denke ich auch. Gehen wir über die Brücke. Die haben wir auch noch nicht gehabt. So, finde den Unterschlupf von Nora Saltholm. Gemeinsam stark. Hast du das auch automatisch an? Nö. Hast du noch Over and Out? Es switch wieder rum. Hält gar nicht an. Ach so. Wie heißt denn das bei dir? Keine Ahnung, es wird mir nicht angezeigt. Ich gehe wieder auf Over and Out. Hab Over and Out wieder aktiviert. Nee, ohne. Ja. Hier ist bei oben gar nichts mehr angezeigt, links. Ja, deswegen sollst du ja selbst eine markieren, eine Mission. Over and Out im Log. Die ist markiert. Und dann wird oben links nicht angezeigt? Nee. Dann markier sie nochmal neu und wieder wegmachen, was weiß ich. Erreiche den Funkpass westlich von Grandtop auf Orasatholm. Da mal Punkt. Den habe ich jetzt auf 1 gesetzt, wieder einen neuen Marker gemacht. Den Marinestützpunkt Saltholm und den Standort des zweiten Funkmastes. Jetzt zeig sie wieder. Das ist immer noch so ein Shit. Man muss das immer wieder abwählen und neu machen. Ist ätzend. Wirklich. Absolut ätzend. Wieder die Nebenmission einen aufzwingt. Das war große. Oder auch nicht. Wirklich ätzend. Vor allem, es verstellt sich ja jedes Mal. Manchmal ist auch gar nichts markiert. Jeder hat ein anderes. Das macht wenig Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ansonsten ist es ein töftes Spiel, aber dieses Mission. Vor mir ist was Großes. Sehr schöner Schuss. Vernichtungsmission. Ah, jetzt hast du. So könnten Nebenmissionen laufen. Flöppen einfach auf, wenn du es geschafft hast. Das war auch einer. Das sind mehrere, glaube ich. Oh schon ja. Schon mal nach. Mhm. Kommt auf dich zu. So. Haben wir das auch geklärt, ne? Mhm. So schönes Setting. Sieht total cool aus. Max. Oha, da sind ganz viele bewegliche Lichter vor mir. Ich glaube, hier werden wir Spaß haben. Aber an der Stelle ist erstmal die erste Runde wieder vorbei. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.